So, da bin ich wieder. Was mache ich denn diesmal? Also eigentlich hatte ich ja vor, mich mal umzugucken, ob ich hier so eine Verzerrung sehe. Aber ich habe in der ganzen Zeit jetzt nichts davon am Himmel gesehen. Gar nichts. Deswegen kann ich eigentlich wieder weg aus der ersten... Ach, ich weiß nicht. Ich würde ja eigentlich auch gerne mal ein bisschen leveln einfach nur. Oh, ich muss mich heilen. Also eigentlich die Quest, also die Hauptquest möchte mich jetzt im neuen Gebiet haben. Um mich dort mit Lumina zu treffen. Ich weiß es gerade gar nicht. Aber eigentlich... Guck mal hier. Ich habe jetzt ja auch neue Bälle und so. Mein Tornupto ist Level 37. Na, das sollte jetzt doch was reißen können. Ich gehe hier nochmal rum und guck mal nach ein paar größeren Pokémon, die ich vorher nicht besiegen konnte. So, hier wieder nach rechts. Da war doch das Relaxo Level 40, oder? Nee, ich gehe in eine andere Richtung. Die Beeren sind noch nicht nachgewachsen, die ich hier gepflückt habe. Dann gehe ich jetzt hier gerade... Oh, yo, 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 yo. Okay, das war meine Schuld. Tut mir leid. Sorry, Dimitir. Wobei, es regnet ja eh, ist egal. So. Also die heftigen, starken Pokémon, die gedeihen meist eher abseits vom Weg, in irgendwelchen Buchten. Da, eine Verzerrung, die ist gerade neben mir aufgetaucht. Keine Müdigkeit vor Schützen, hin. Hier. So, erhöhte Shiny-Chance. Erhöhte Chance auf starke Pokémon. Erhöhte Chance auf Items. Besondere Items. So, ihr seid jetzt noch nicht so wirklich besonders, oder? Muss ich einfach mal einen angreifen und gucken, was passiert? Oder dauert es seine Zeit, bis hier etwas kommt? Okay, Zubat. Was sagst du eigentlich dazu? Welches Level hast du? Level 9, Mager. Oder muss ich hier irgendwas Bestimmtes tun? Einen Zauberspruch sprechen oder sowas? So, ihr seht jetzt nicht wirklich shiny aus. Ich halte mich jetzt einfach mal hier auf, bis dieses Ding wieder verschwindet. Die bleiben hier nur eine gewisse Zeit. Und vielleicht wird innerhalb dieser Phase ja irgendwas spawnen jetzt. Vielleicht nicht zwingend ein Shiny, aber irgendein Gebietsboss oder irgendein extrem starkes Pokémon oder sowas. Guck mal, so ein bisschen geht es auch auf den Berg noch hoch. Vielleicht ist da oben was. Nee, okay, hier ist nicht mehr wirklich was, nein. Dann wird sich das eher hier unten abspielen, aber... Ich verstehe jetzt nicht so, ich verstehe es nicht. Ich beschwöre dich, oh du überheiliges Pokémon. Kann ich hier schnüffeln? Ist hier was Vergrabenes? Nicht hier drin jedenfalls. Ich besiege einfach mal alles, was hier im Kreis ist. Dann muss ja auch mal was nachspawnen irgendwie. Was bringt mir die Verzerrung, wenn ich hier nichts tun kann? Das ist keine Raumverzerrung, das ist eine Raumverwirrung. So, der hier ist nachgespawnt. Eine Verzerrung des Raumzeitgefüges ist aufgetaucht. Hey, war sie doch schon! Gilt die jetzt erst als aktiv? Ja, kein Wunder! Ja, kein Wunder, falsches Reittier. Okay. Kann ich jetzt neu mit irgendwas rechnen? Aha! Aha! Oha!
Teddy Ursa, Schlurp. Oh, beide habe ich jetzt im Kampf. Teddy Ursa ist Level 41. Ich will auch mit zwei Pokémon kämpfen dürfen. Flammenwurf kann ich noch nicht verstärken, aber Flammenwurf ist Level 18. Na. Drei Pokémon im Kampf. Oh no. Das heißt, ich kriege jetzt drei Attacken reingepfeffert. Irgendwas hatte keine Wirkung. Snibbel greift nicht an. Teddy Ursa greift nochmal an. Oh. No. No. Georock, hältst du ein bisschen was aus? Ich würde jetzt schon mal versuchen, Superball zu schmeißen. In guter Hoffnung, dass Teddy Ursa einfach drin verschwindet und keinen Kampfschaden mehr durchdrücken kann. Und die dürfen weiter angreifen. Leute, was macht ihr? Komm, wir kämpfen jetzt auch. Ich kämpfe mit dir. Georock wurde jetzt schon... Boah. Komm, gegen dich können keine physischen Attacken was ausrichten. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Zeit. Wann darf ich wieder angreifen, Mann? Die übertreiben gerade ein bisschen. Meine Güte. Ich will einen Pokéball werfen. Einen Superball werfen. Bitte bleib einfach drin. Mach mir den Stress nicht. Ich will dich gerne haben, aber ich will jetzt auch nicht... Ich will nicht, dass du weiter kämpfst. Du bist so stark! Oh, man. Anton? Oh. Wie ich meine Pokémon gerade als Opfer darbiete. Komm schon jetzt, bitte. Bitte, 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 bleib einfach drin. Du musst aus dem Kampf entfernt werden. So was Ärgerliches. Bam. Anton ist raus, hä? Ja. War auch noch ein Volltreffer. So, viel habe ich nicht mehr hier. Ich muss fliehen. Ich glaube, ich muss fliehen. Ja. Ja, ja, ja. Nein, du nicht. Wir hören auf. Nein, jetzt lass dich... Oh. So, jetzt erstmal kurz hier heilen. Tornupto beleben. Und noch einen Trank reinpfeffern. So. Und jetzt... Gut, so fangen kann ich den nicht. Aber das sind auch die einzigen, die hier gespawnt sind, oder? Jetzt, was anderes ist hier nicht gespawnt. Das sind diese drei und die gehen auch auf jeden Fall. Oh, da ist noch eins. Und noch eins. Ich würde echt gerne eins mitnehmen. Was ist hier? Ha, Kokostück, Grünstück. Oh ja, guck mal hier. EP-Bonbon. Oh. Ich will mehr EP-Bonbons finden. Sternstaub kam hier runter. Da ist auch noch was. Oh, ich kann die auch im Reiten aufheben. Nochmal so Stücke. Ich möchte einen EP-Bonbon nochmal. Oh, hier liegt viel. Ja, da ist noch eins. Das ist ja cool. Oh, Onyxe. Okay, das ist der Trick hier dran. Ich will... Oh, ich sollte mich nicht angreifen lassen. Rumlaufen und alles einsammeln, was hier rumliegt. Wow. Das ist der Clou bei diesen Dingern. Aber die erhöhte Shiny-Chance, die macht mir halt so Nagen. Ich habe jetzt auch gerade wieder nicht drauf geachtet beim Rumreiten. Wow, ich wollte nicht raus. Ich bin auch nicht raus. Ich bin jetzt drin. Ich muss mir die Pokémon genauer angucken. Ich will keine Shinies verpassen. Gar keinen Fall. Wie komme ich hier eigentlich an meinen Meisterball? Frage ich mich.
Selber craften wahrscheinlich eher nicht. Diese Schlurp könnte ein bisschen dunkler sein. Nein. Bilde ich mir, glaube ich, nur ein. So, ich denke, so langsam dürfte ich alles eingesammelt haben. Wenn die nicht nachspawnen, dann dürfte hier jetzt nicht mehr viel rumliegen. Nee, und im Kampf werde ich mich hier jetzt auch nicht mehr wagen. Maximal noch warten, ob irgendwo ein Shiny auftaucht. Und dann halt Ressourcen verschwenden, um das zu bekommen. Ja, wirkt aber nicht so. Was waren das alles für Items, die ich jetzt gefunden habe? Das war echt viel. Wow. Da ist was Besonderes. Nein, das ist nur eine Weiterentwicklung, glaube ich. Ja, das dürfte nur eine Weiterentwicklung sein von Schlurp, die ich nicht kenne. Hallo, wieso? Sind da Evolis? Aber ich will nicht in den Kampf gehen wegen Onyx. Wenn ich Onyx weglocke, kann ich vielleicht nur gegen Evoli kämpfen. Naja, das wird wohl nicht. Wow. Hey, die sind verschwunden. Oh, die Verzerrung auch. Okay, das war ja was. Das war ein Erlebnis. Jetzt sind wieder die ganzen normalen Pokémon hier ganz urplötzlich. Du hast Fimio gefunden, aber die Tasche ist voll. Okay, es wird Zeit, zurückzukehren. Nein. Nein. Ach, ich wurde gesehen, okay. Cool. Also, diese Dinger muss ich mir öfter angucken. Allein die EP-Bonbons sind das schon wert. So, jetzt aber schnell hier weg, bevor da irgendwas aus dem Gebüsch kommt. Zur Grassland Base. Kurz alles verteilen noch. Purpurstück. Eine rote Scherbe eines antiken Werkzeugs, das vor langer Zeit angefertigt wurde. Okay. Eine grüne Scheibe eines antiken Werkzeugs. Und eine blaue. Sternstaub. Mondsteine. Schön. Schön. Ey, wo sind die Bonbons? Da waren doch keine EP-Bonbons. Hab ich mich geirrt? Ich habe doch gelesen, dass ich einen EP-Bonbon eingesammelt habe. Da habe ich mich wohl geirrt. Ach, schade. Auf jeden Fall sah es so aus. Vielleicht war es auch der Mondstein, der so aussah. Ach Mensch. Habe ich irgendwas an Forschungspunkten bekommen? Ich habe 2 Pokémon gefangen. Ach ja, das Abra. Stimmt, das muss ich mir noch ins Team tauschen. Ganz wichtig. Ja, ich komme voran. Mir fehlt nur die Information, wie ich meine Tausch-Pokémon entwickle, die sich nicht durch Tausch entwickeln können. Ja, bring mich nach Hause. Nein, ich wollte nach Hause. Okay, ich habe jetzt schon ordentlich rumgegrast hier im Grasland, im Grassland. Ich denke, die nächste Expedition treibt mich dann mal in das neue Gebiet, um dort zu... Warum habe ich hier ein Ausrufezeichen? Sieh dir die Informationen zu Items an, die du oder andere Spieler verloren haben. Wie verloren? Das Fundsachenforum. Hä?
Wenn dir schwarz vor Augen wird, verlierst du möglicherweise deine Items. Okay. Falls du die verlorenen Items anderer Spieler findest, solltest du sie auf jeden Fall aufheben und ihnen zurückschicken. Zum Dank erhältst du Dankbarkeitspunkte. Die gesammelten kannst du bei der Tauschbörse. Habe ich verlorene Items von anderen gefunden? IP-Bonbon XL? Ich würde die lieber behalten und benutzen. Ich habe noch nie Items verloren. Ich will die benutzen. Ja, und was kann ich jetzt damit machen? Ja, keine Ahnung, wie ich die jetzt benutze, um die zu verschicken. Weiß ich nicht. Gucken, ob ich irgendwelche Geheimgeschenke habe. Ja, nee, ist das echt nötig für ein Geheimgeschenk? Ich will Geschenke. Irgendwas, mir egal. Suche nach Geschenken. Mir egal. Modeartikel, meh. Die waren bisher alle ziemlich ugly. Extravagantes. Ja, weiß nicht. Wieso wird das mir immer noch... Ey, irgendwas muss ich damit machen können. Aber hier wird mir nichts angezeigt, was ich damit machen kann. Ach so. Ah, okay, ich muss das alles anwählen. Nee. Das war das Einzige jetzt. Ey, komisch. Komisch. Warte, ich muss hier gar nicht hin, oder? Was ist überhaupt meine nächste Aufgabe? Die Dings zu treffen in dem neuen Gebiet. Und mein Abra zu holen. Puh, gib her. Gib her. Die alte Weide. Sichlor, du bist raus. Nein, Georock bleibt Georock. Das sind halt Pokémon, von denen ich nicht weiß, ob die sich noch entwickeln, wenn ich die weiterlevel. Oder ob ich irgendwas anderes machen muss oder ob es halt einfach nicht geht. Sichlor, ich will dich eigentlich nur ablegen. Bewegen. Weide 2 sind wir schon. So. Okay, aber Weide 1 soll ja die aktive Weide sein. Es gibt ein paar Pokémon, die möchte ich nicht auf... Die muss ich einfach nicht dauerhaft sehen. Ich mache mal Platz auf der Weide. Und sortiere nur die Pokémon rein, die ich auch sehen mag. Du darfst bleiben. Und du auch, weil ich nicht weiß, welches von euch der größere ist. Und ich das jetzt nicht nachgucken will. Furmel kommt weg. Du bist cool. Du bist cool, du bist cool. Paras kommt weg. Was bist du? Roselia darf bleiben. Inkognito auch. Hier die Tangelas. Auf jeden Fall mal zwei davon weg. Die Raupe vom Anfang kommt weg. Ups. Ja, ist okay. Du bleibst. Flurmel weg. Flurmel. Wieso habe ich die in verschiedenen Farben? Das hat nichts mit Shiny zu tun, oder? 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 Wahrscheinlich. Hat das nichts damit zu tun. Die Wahrscheinlichkeit spricht dagegen. So, eins hier weg. Ups, ach herrje. Ja, ja, dabei müsst ihr mir jetzt halt zugucken. Aber ihr könnt auch einfach ausmachen. Die Folge endet eh, nachdem ich das hier gemacht habe. Georock bleibt auf jeden Fall. Naja, nee, Tangela kann auch weg. Ich rechne damit, dass jetzt einfach mittlerweile stärkere Pokémon kommen werden. Bessere, größere, schönere, die ich dann alle auf meiner Weide sehen will. Und dafür können die alle hier einfach weg auf Weide Nummer 2. Nee, du darfst bleiben. So, das war's auch schon.
So, zeig mal her. Genau. Da ist die kleine Zypressen-Dingsbums. Wo ist die große? Hä? Huh. Das finde ich merkwürdig. Entschuldigung, haben Sie eins meiner Pokémon verschlammt? Das ist die kleine. Aber Schlup und Sichlor habe ich jetzt auch nirgends gesehen. Vielleicht werden nur die obersten 20 animiert oder sowas. Und Georock habe ich auch nicht gesehen. Oder Geowatz, Georock glaube ich, ne? Ich gucke jetzt nochmal mit Sicherheit. Georock, ja. Ist jetzt nicht spannend. Nee, absolut nicht. Aber muss es ja auch mal geben. Wobei, was heißt mal? Ich glaube, die ersten 5 Folgen waren nur Story. Also laber nicht. So, kommen die Motte auch noch hoch. Pidiza. Warum? Warum ist jetzt die Weide 2 aktiv? Ach so, nein. Hä? Scheinbar habe ich nur 8 Weiden. Da muss ich echt sparsam sein. Aber scheinbar werden da gemixte Pokémon angezeigt aus allen Weiden. Weil das ist definitiv nicht das, was ich gerade ausgesucht habe. Na gut, die alte große Weide hat mich enttäuscht. Die übrigens aus Birke hergestellt wurde. Ist das Birke? Das ist Birke. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.